Morgen von zu Hause. Ich bin super excited, denn wir gehen heute ins Team Lab Planets. 2019 waren wir schon mal im Team Lab Borderless und ich habe mich so drauf gefreut, endlich auch mal ins Team Lab Planet zu gehen, weil ich damals das im Borderless einfach so cool fand. Diese Ausstellungen sind immer richtig gut. Damals gab es beides. Mittlerweile hat das Borderless leider zugemacht. Deswegen sind wir eigentlich ganz froh, dass wir damals schon ins Borderless gegangen sind und heute geht es ins Team Lab Planets. Das war damals angeblich ein bisschen kleiner als das Borderless. Mittlerweile ist es aber so, dass ein paar Räume von dem Borderless ins Planets umgezogen sind, als das andere zugemacht hat. Und ich bin gespannt, was wir heute so sehen werden, was wir vielleicht wiedersehen und was wir alles Neues entdecken können. Nachdem wir angekommen sind, bekamen wir im Eingangsbereich erstmal ein paar Hinweise, bevor wir dann unsere Schuhe und Socken ausziehen mussten. Team Lab Planets ist nämlich ein Barfußerlebnis, da es mehrere Bereiche mit Wasser gibt. Direkt am Eingang werden daher erstmal alle Füße durchgespült. Im ersten Raum namens Soft Black Hole sind wir wortwörtlich versunken. Der Fußboden war so weich, dass man bei der Menge an Leuten teilweise kaum vorankam. Und dann ging es ins Infinite Crystal Universe. Wenn ihr Team Lab kennt, dann wird euch der Raum sicher bekannt vorkommen. Den gab es nämlich damals auch schon im Borderless. Übrigens das erste Mal so richtig die Menge an Menschen gemerkt, die gleichzeitig im Planet sind. Das Ganze ist als eine Art Rundgang angelegt, weshalb wir auch versucht haben, jeden Raum in Ruhe zu genießen, da man eben nicht nochmal zurückgehen konnte. Und da waren wir nicht die Einzigen, die das so gemacht haben. Und dann ging es knietief ins Wasser, zum Dance of Koyan People. Der Raum ist vermutlich eines der Aushängeschilder der Planets-Ausstellung. Ich muss gestehen, dass ich den Raum allerdings nicht so spektakulär fand. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass ich nicht so richtig verstanden habe, wie die Interaktion mit dem Kunstwerk funktioniert hat, was halt bei einem Dance of Koyan People so ein bisschen schade ist. Die Free-Floating-Spheres werden sicher auch einige von euch kennen, wobei ich glaube, dass der Raum nicht eins zu eins identisch mit dem aus dem Borderless ist. Im Planets hatte ich dieses Mal deutlich mehr Spaß, mit den Sphären zu interagieren, aber das ist vielleicht auch einfach mein persönliches Gefühl. Und dann ging es in meinen Lieblingsraum, das Falling Universe of Flowers. Wenn mir in dem Raum nicht irgendwann etwas schwindelig geworden wäre, hätte ich da wahrscheinlich ewig liegen können. Viele Räume sind übrigens verspiegelt, was jedem Kunstwerk dann direkt nochmal sehr viel mehr Dimension zu entdecken gibt. Und dann sind wir weitergetuckelt in den Moss Garden of Resonating Microcosms. Wer denkt sich diesen Namen aus? Wenn man diese Ovale angestupst hat, haben sie Resonanztöne von sich gegeben, die sich alle gegenseitig beeinflussen. Nachts werden diese Ovale sogar beleuchtet, das stelle ich mir sehr cool vor, wir waren leider nur tagsüber dort. Und dann ging es in den Raum, der auf allen Plakaten der Planets-Ausstellung zu sehen ist, den Floating Flower Garden. Als wir in den Raum reingelassen wurden, waren die Blumen ganz unten und wir mussten sozusagen in den Raum hineinkrabbeln. Die Geschwindigkeit, in der die Blumen nach oben schweben, hängt davon ab, wo sich gerade Menschen befinden und wo nicht. Ein Hinweis an der Stelle, da das alles echte Blumen sind, durfte man sie natürlich nicht anfassen. Ich kann mir nur vorstellen, wie pflegeintensiv dieser Raum sein muss. Insgesamt fand ich den Raum aber sehr stressig, da wir relativ schnell wieder gehen mussten und dann die nächste Gruppe dran war. Und dann war die Ausstellung auch schon vorbei und wir haben uns bei Vegan Uso noch Ramen und Eis gegönnt. Ich kann jedem nur empfehlen, mal eine Team Lab Ausstellung zu besuchen. Es ist einfach ein ganz anderer Ansatz von Kunst, gerade natürlich von digitaler Kunst. Und es macht super viel Spaß, die einzelnen Räume zu erleben und mit den Kunstwerken zu interagieren. Das finde ich jetzt eigentlich immer
das Spannendste. Ich muss aber gestehen, dass sich die Planets-Ausstellung ein bisschen danach angefühlt hat, als würde man durchgeschleust werden. Dadurch, dass das Ganze ein Rundgang war, haben die Mitarbeiter eben auch versucht, die Leute immer in Bewegung zu halten, damit eben nicht irgendwo sich zu viele Leute stauen. Gerade am Ende im Flower Garden habe ich gefühlt gar nicht genug Zeit gehabt, um das Ganze irgendwie überhaupt wahrzunehmen. Selbst wenn ich nichts gefilmt hätte, also es ging uns allen so, dass das super schnell ging in diesem Raum. Und im Borderless waren wir einfach damals so lange in dem Museum und haben halt auch super viel kreative Ideen gesammelt, was für Bilder man machen kann, was dem Ganzen halt nochmal eine ganz andere Dimension gegeben hat, das zu erleben. Und hier im Planets war ich froh, dass ich überhaupt genug Aufnahmen gesammelt habe, um irgendwie am Ende ein Video draus zu machen. Fotos haben wir fast gar keine gemacht. Daher ist mein Fazit, wenn ihr schon mal im Borderless wart, dann lohnt sich das Planets nur bedingt. Es macht aber am Ende trotzdem Spaß, die ganzen Räume zu erleben, auch wenn man das ein oder andere vielleicht schon kennt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Raum ihr am besten fandet, von dem, was ihr jetzt im Video gesehen habt oder wenn ihr vielleicht schon selbst da wart. Vergesst nicht zu abonnieren und einen Daumen nach oben dazulassen, wenn ihr das nicht schon getan habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.